Nun ist es also offiziell. Raúl Bobadilla verlässt den FC Augsburg und spielt ab sofort für Borussia Mönchengladbach. Dort stand er bereits von 2009 bis 2011 unter Vertrag. Raúl ist mit dem ausdrücklichen Wunsch auf uns zugekommen, den FC Augsburg verlassen zu dürfen, obwohl er auch immer wieder betont hat, dass das seine schönste Station ist, dass er sich wahnsinnig wohl fühlt in Augsburg, dass er, dass wir eine klasse Zeit zusammen hatten, aber er für sich entschieden hat, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist, mit neuer Motivation noch mal was anzugehen. Nach dem verpatzten Pokalspiel gegen Magdeburg steht am Wochenende der Saisonauftakt der ersten Bundesliga bevor. Der FC Augsburg spielt auswärts in Hamburg. Auch der HSV hat sein Pokalspiel verloren. So gesehen gleiche Voraussetzungen für beide Mannschaften. Klar ist jetzt so ein Pokalspiel, uns hat es ja genauso erwischt, jetzt nicht erfreulich und auch fürs Umfeld. Vor allem da dort ein kontraproduktiv, aber ansonsten ist der HSV für mich jetzt keine Mannschaft, die da ganz unten hingehört, sondern sie haben einen guten Kader, sie haben eine Idee, die sie umsetzen wollen und wir sind da gewarnt und fahren da mit Sicherheit nicht hin und sagen, ja, das wird ganz einfach da dort. Michael Gregoritsch, der bis Ende der letzten Saison beim HSV gespielt und nun zum FCA gewechselt hat, hofft, dass er im Kader dabei ist. Ich freue mich natürlich, dass es losgeht. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also wir haben jetzt 6 Wochen hingearbeitet darauf. Und jetzt sind wir froh, dass wir im Wochenrhythmus drin sind. Und es gibt nichts Schöneres, als jede Woche zu spielen und zu zeigen, dass man gut ist. Augsburg ist jetzt das 7. Jahr in Folge in der Bundesliga. War vor 3 Jahren in der Europa League. Und deswegen, also ich sehe keinen Grund, jetzt, warum wir Abstiegskandidat Nummer 1 sein sollten. Jetzt wird es also wieder spannend. Wie wird sich der FCA zum Saisonauftakt schlagen? Wäre schön, wenn die Mannschaft mit 3 Punkten aus Hamburg zurückkehren würde.